Klassifizierung durch das Zaubereiministerium. Die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe klassifiziert offiziell alle bekannten Tierwesen, Zauberwesen und Geister. So kann auf einen Blick erfasst werden, als wie gefährlich das betreffende Wesen eingestuft wird. Die 5 Gefahrenklassen lauten wie folgt. Offizielle Klassifizierung durch das Zaubereiministerium. XXXXX, als Zauberertöter bekannt, unmöglich zu bändigen, geschweige denn als Haustier abzurichten. Oder alles, was Hagrid mag. XXXX, gefährlich, verlangt Fachwissen, Umgang nur entsprechend ausgebildeten Zauberern gestattet. XXX, von fähigen Zauberern zu bändigen. XX, harmlos, kann zum Haustier abgerichtet werden. X, langweilig. In manchen Fällen hielt ich es nötig, die Einstufung eines Tierwesens näher zu erläutern und habe dazu eine entsprechende Fußnote angefügt. Lexikon fantastischer Tierwesen. Acromantula, ZM-Klassifizierung, XXXXX. XXXXXXX. Die Acromantula ist eine monströse, achtäugige Riesenspinne, die der menschlichen Sprache mächtig ist. Sie hat ihren Ursprung im dichten Dschungel von Borneo. Auffällige Merkmale sind ihr dichtes schwarzes Haar, das den ganzen Leib überwuchert, die bis zu 3 Meter langen Beine, die Klauen, die ganz eigentümlich klicken, wenn die Acromantula erregt oder wütend ist, und schließlich ihr giftiges Sekret. Die Acromantula ist eine Fleischfresserin und bevorzugt große Beutetiere. Ihre Netze spinnt sie als Kuppel über dem Erdboden. Das Weibchen ist größer als das Männchen und legt in einem Wurf bis zu 100 weiche und weiße Eier, die so groß sind wie Strandbälle. Nach 6 bis 8 Wochen Brutzeit schlüpfen die Jungen. Die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe stuft die Eier der Acromantula als nicht verkäufliche Güter der Klasse A ein. Das heißt, Einfuhr und Verkauf dieser Eier werden mit schweren Strafen geahndet. Dieses Tierwesen ist vermutlich von Zauberern gezüchtet worden. Wahrscheinlich, um Behausungen oder Schätze zu bewachen, wie es bei den auf magische Weise geschaffenen Ungeheuern häufig der Fall ist. Trotz ihrer fast menschenähnlichen Intelligenz lässt sich die Acromantula nicht abrichten und stellt eine große Gefahr für Zauberer und Muggel gleichermaßen dar. Gerüchte, wonach sich eine Kolonie von Acromantulas in Schottland niedergelassen habe, wurde bislang nicht bestätigt. Bestätigt von Harry Potter und Ron Weasley. Aschwinderin. ZM-Klassifizierung XXX. Die Aschwinderin entsteht, wenn man ein magisches Feuer zu lange ungezügelt brennen lässt. Dann erhebt sich eine dünne, fahlgraue Schlange mit glühend roten Augen aus der Ascheglut des unbewachten Feuers. Eine Aschespur hinterlassend, gleitet sie davon in die Schatten der Behausung, in der sie sich befindet. Die Aschwinderin lebt nur 1 Stunde und sucht sich in dieser Zeit einen dunklen und abgeschiedenen Ort, in dem sie ihre Eier legen kann. Dann zerfällt sie zu Staub. Die Eier der Aschwinderin sind leuchtend rot und strahlen enorme Hitze ab. Wenn sie nicht schleunigst gefunden und mit einem geeigneten Zauber schockgefroren werden, stecken sie nach wenigen Minuten das Haus in Brand. Jeder Zauberer, der erkennt, dass sich eine oder mehrere Aschwinderinnen ins Haus geschlichen haben, muss ihnen unverzüglich nachspüren und das Gelege finden. Sobald die Eier gefroren sind, kann man sie mit größtem Nutzen als Zutat für Liebestränke verwenden und stückweise auch als Mittel gegen Wechselfieber einnehmen. Aschwinderinnen sind auf der ganzen Welt verbreitet. Augurei, auch irischer Phönix. ZM-Klassifizierung XX. Der Augurei ist in Britannien und Irland heimisch, findet sich jedoch gelegentlich auch in anderen Gebieten Nordeuropas. Dieser schmächtige, traurig blickende Vogel von grünlich-schwarzer Farbe erinnert ein wenig an einen kleinen, unterernährten Geier. Er ist äußerst scheu, nistet in Dornensträuchern und Gestrüpp, frisst große Insekten und Feen, fliegt nur bei schwerem Regen und hält sich ansonsten in seinem tränenförmigen Nest versteckt. Charakteristisch für den Augurei ist sein tiefes, wummerndes Schreien, von dem man einst glaubte, es würde den Tod ankündigen.
Die Zauberer mieden die Augurei-Nester aus Angst, sein herzzerreißendes Geschrei zu hören, und wie es heißt, bekam schon ein mancher Zauberer einen Herzanfall, als er an einem Dickicht vorüberging und den Klageschrei eines unsichtbaren Augurei vernahm. Beharrliche Forschungsanstrengungen ergaben jedoch schließlich, dass der Augurei nur bei aufziehendem Regen singt. Seither ist der Augurei als häuslicher Wetterprophet in Mode gekommen, obwohl manche sein fast ununterbrochenes Klagen während der Wintermonate schwer erträglich finden. Augurei-Federn taugen nicht als Schreibinstrumente, da sie Tinte abstoßen. Basilisk, auch König der Schlangen. ZM-Klassifizierung XXXXX. Der erste in den Chroniken verzeichnete Basilisk wurde von Herpo dem Üblen gezüchtet, einem griechischen schwarzen Magier und Paselmund, der nach vielen Versuchen entdeckte, dass ein Hühnerei, das unter dem Bauch einer Kröte ausgebrütet wird, eine gigantische Schlange gebiert, die außerordentlich gefährliche Kräfte besitzt. Der Basilisk ist eine leuchtend grüne Schlange, die bis zu 17 Meter lang werden kann. Der männliche Basilisk hat einen scharlachroten Federbusch auf dem Kopf. Er hat äußerst giftige Zähne, jedoch sein gefährlichstes Angriffsmittel ist der Blick seiner großen gelben Augen. Wer direkt in diese Augen sieht, fällt auf der Stelle tot um. Wenn die Nahrungsmittel ausreichen, der Basilisk frisst alle Säugetiere und Vögel und die meisten Reptilien, kann diese Schlange ein sehr hohes Alter erreichen. Der Basilisk Herpus des Üblen soll fast 900 Jahre alt geworden sein. Die Züchtung von Basilisken ist seit dem Mittelalter gesetzlich verboten. Doch können derlei Praktiken umstandslos verheimlicht werden, indem man das Hühnerei einfach wieder unter der Kröte hervorholt, wenn die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe einen Inspektor vorbeischickt. Allerdings sind nur Paselmünder in der Lage, Basilisken zu beherrschen. Deshalb sind sie für die meisten schwarzen Magier genauso gefährlich wie für alle anderen. In ganz Großbritannien wurde denn auch seit 400 Jahren nicht mehr vermeldet, dass ein Basilisk gesehen worden werde. Das glaubst du wohl. Billywig. ZM-Klassifizierung XXX. Der Billywig ist ein in Australien heimisches Insekt. Er ist knapp 1,5 Zentimeter lang und von einem strahlenden Saphirblau, fliegt jedoch so schnell, dass er von Muggeln selten und oft nicht einmal von Zauberern bemerkt wird, bis sie gestochen werden. Die Flügel des Billywig sitzen oben auf dem Kopf und rotieren so geschwind, dass der Billywig sich beim Fliegen dreht. Der Unterleib endet in einem langen, dünnen Stachel. Der Stich eines Billywig löst zunächst Schwindelgefühle aus, denen Schwebezustände folgen. Seit Generationen schon versuchen junge australische Hexen und Zauberer Billywigs zu fangen und sie zum Stechen zu reizen, um in den Genuss dieser Nebenwirkungen zu kommen. Doch zu viele Stiche können dazu führen, dass das Opfer tagelang unbeherrschbar durch die Luft schwebt. Und bei einer schweren allergischen Reaktion kann es zu chronischem Schweben kommen. Getrocknete Billywig-Stacheln finden in verschiedenen Elixieren Anwendung und sind angeblich auch eine Zutat für die beliebten zischenden Wispies. Die esse ich nie mehr. Bautruckle. ZM-Klassifizierung XX. Der Bautruckle, ein Baumwächter, findet sich vor allem in Westengland, Süddeutschland und in manchen skandinavischen Wäldern. Er ist äußerst schwer zu erkennen, da er klein ist, maximal 20 cm groß, und scheinbar aus Rinde und Zweigen besteht. Er hat zwei kleine braune Augen. Der Bautruckle ernährt sich von Insekten und ist ein friedliches und äußerst scheues Geschöpf. Doch wenn der Baum, in dem er lebt, bedroht ist, kommt es nachweislich vor, dass er sich auf den Holzfäller oder den Baumchirurgen, der seiner Behausung Schaden zufügen will, hinabstürzt und ihm mit seinen langen, scharfen Klauen die Augen auskratzt. Bringt die Hexe oder der Zauberer dem Bautruckle eine Portion Holzläuse mit, lässt er sich lange genug besänftigen, um ein Stück Zauberstabholz aus dem Baum schneiden zu können. Bundimun, ZM-Klassifizierung XXX. Bundimuns kommen überall auf der ganzen Welt vor. Sie befallen ganze Häuser, indem sie geschickt unter Dielen, Bretter und hinter Fußleisten kriechen. Dass man Bundimuns im Haus hat, bemerkt man für gewöhnlich an einem üblen Verwesungsgestank. Der Bundimun dünstet ein Sekret aus, welches sogar die Fundamente der von ihm befallenen Gebäude verrotten lässt. Der ruhende Bundimun ähnelt einem grünlichen Hausschwammfleck mit Augen.
Schreckt man ihn aber auf, trippelt er auf seinen zahlreichen spindeldürren Beinen davon. Er ernährt sich von Schmutz. Schrupp und Scheuerzauber befreien ein Haus vom Bundimun-Befall. Doch wenn sie schon zu groß geworden sind, sollte man sich an die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe wenden. Unterabteilung Schädlingsbekämpfung. Bevor das Haus einstürzt. Verdünntes Bundimun-Sekret findet als Zutat für gewisse magische Reinigungsflüssigkeiten Verwendung. Chimäre. ZM-Klassifizierung XXXXX. Die Chimäre ist ein seltenes griechisches Monster mit einem Löwenkopf, einem Ziegenleib und einem Drachenschwanz. Von heimtückischer und blutrünstiger Natur ist die Chimäre höchst gefährlich. Unseres Wissens ist bisher nur einem Zauberer gelungen, die Chimäre zu erlegen, und der Unglückliche stürzte kurz danach zu Tode erschöpft von seinem geflügelten Pferd und starb. Chimäre-Eier gelten als nicht verkäufliche Güter der Klasse A. Hagrid hat sicher schon welche bestellt. Krupp. ZM-Klassifizierung XXX. Der Krupp stammt aus dem Südwesten Englands. Er hat eine starke Ähnlichkeit mit einem Jack Russell Terrier, wenn man einmal von seiner gegabelten Rute absieht. Der Krupp ist ziemlich sicher ein von Zauberern gezüchteter Hund, da er ihnen gegenüber äußerst treu und zahm ist und beim Anblick eines Muggels zu einem wahren Raubtier wird. Er ist ein nützlicher Vielfraß und verspeist alles von Gnomen bis zu alten Autoreifen. Krupphalterlizenzen können bei der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe beantragt werden. Voraussetzung ist ein einfacher Test, bei dem der Antragsteller seine Fähigkeit nachweisen soll, den Krupp in Wohngebieten der Muggel im Griff zu halten. Krupp-Besitzer sind gesetzlich verpflichtet, die Rute des Krupps im Alter von 6 bis 8 Wochen mit einem schmerzfreien Abtrennzauber zu entfernen, damit er den Muggeln nicht auffällt.